Palästina 1947. Die Exodus fährt ein in den Hafen von Haifa. An Bord 4.500 Juden, die den Holocaust überlebt haben. Voller Hoffnung auf eine Zukunft im gelobten Land. Doch die britische Mandatsregierung schickt sie zurück nach Europa. Noch gibt es keinen Staat Israel. Palästina in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine abgelegene Region am südlichen Rand des Osmanischen Reiches. Seine Einwohner sind Untertanen des Sultans in Istanbul. Jerusalem ist 1870 ein kleines Städtchen am Rande des großen türkischen Reiches. Wo heute die Neustadt steht, gibt es nur unbebautes Land. Dazwischen ein paar Häuser, meist im Besitz der christlichen Kirchen. Wer hierher reist, ist entweder Pilger oder Missionar. Die Einheimischen leben in der Altstadt. Sie ist einen knappen Quadratkilometer groß und Pilgerstätte für drei Weltreligionen. So ist der Felsendom ein Heiligtum der Muslime. Von hier aus ist Mohammed in den Himmel geritten. Für die jüdischen Gläubigen ist die Klagemauer ein zentraler Ort. Die Grabeskirche. Nach christlichem Glauben war hier Golgatha, der Ort, an dem Jesus starb. Hier beten Christen aller Konfessionen. An der Küste Palästinas liegt die Hafenstadt Jaffo, eine arabische Siedlung. Jaffo ist Umschlagplatz für Waren, die ins Land kommen, und für die wenigen Güter, die ausgeführt werden. Zu dieser Zeit ist Palästina Heimat vieler Völker. Arabische Beduinen und Bauern prägen den Charakter des Landes. Genauso leben hier Samaritaner. Angehörige einer jüdischen Sekte, die das Land nie verlassen haben. Und aschkenasische Juden, Einwanderer aus Osteuropa, die schon lange in Palästina leben. Außerdem zählen zu den Einwohnern sephardische Juden, deren Vorfahren aus Mittelmeerländern und dem Orient stammen. Zur gleichen Zeit leben in Russland Millionen Juden in geschlossenen Siedlungen. Auch hier sind sie der Willkür der zaristischen Beamten und der Feindseligkeit der russischen Bevölkerung ausgeliefert. Diese Juden haben ihr Hab und Gut zusammengepackt und warten auf die Abreise aus dem Reich des Zaren. Die meisten zieht es nach Amerika, in die neue Welt, einige nach Palästina, die historische Heimat des jüdischen Volkes. Nicht nur Diskriminierung und Not treiben sie aus dem Land. Ihr Leben ist bedroht. Das Wort Pogrom, Verwüstung, kommt aus dem Russischen. Und Pogrome gehören für die Juden in Osteuropa zur ständigen Erfahrung. Auch in Westeuropa geraten die Juden in Bedrängnis. Alfred Dreyfus, ein französischer Hauptmann, wird 1894 des Hochverrats angeklagt. Er soll geheime Dokumente an Deutschland weitergegeben haben. Dreyfus ist unschuldig, das Opfer einer antisemitischen Intrige. Dennoch wird er verurteilt und aus der Armee verstoßen. Der Prozess wühlt ganz Frankreich auf. Er löst auch eine antisemitische Welle in der Presse aus, bei der Dreyfus stellvertretend für alle Juden verhöhnt wird. Der Wiener Journalist Theodor Herzl berichtet über den Dreyfus-Prozess. Er ist selbst Jude. Der offene Ausbruch des Antisemitismus lässt den assimilierten Juden Herzl über seine eigene Herkunft nachdenken. Herzl fährt 1898 nach Palästina. Er wird zum Vordenker der zionistischen Bewegung. In der kargen Landschaft Palästinas nehmen seine Gedanken Gestalt an. Theodor Herzl schreibt 1896 die Schrift, die zur Grundlage des politischen Zionismus wird, der Judenstaat. Sein Buch gibt einem längst gärenden Gefühl konkreten Ausdruck, das passende Wort zur richtigen Zeit. Der Schrift folgt ein Roman, Alt-Neuland, dem er als Leitwort die Aufforderung voranstellt, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.
1897 findet unter seinem Vorsitz der erste Zionistenkongress in Basel statt. Der Kongress verabschiedet ein Programm mit der Forderung, der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Aus einer Sehnsucht wird erstmals ein politisches Programm. Zur gleichen Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, entstehen neue jüdische Siedlungszentren in Palästina. Vor allem an der Küstenebene und in der Gegend von Safed im Norden. Zu dieser Zeit leben etwa 60.000 Juden und eine 500.000 Araber in Palästina, zumeist friedlich nebeneinander. Zu denen, die in Palästina neue Ufer betreten wollen, gehört auch der deutsche Kaiser. Wilhelm II. Hat eine Idee. Er ahnt den Zerfall des türkischen Reiches und sieht darin eine Chance für seine Pläne. Eine deutsche Kolonie auf dem Boden des Heiligen Landes. 1898 reist er nach Palästina und zieht pompös in Jerusalem ein. Aber nicht nur die Deutschen, sondern auch die Briten haben ein Auge auf Palästina geworfen. Sie setzen auf die arabische Karte. Der sagenumwobene Lawrence von Arabien, ein englischer Agent und Abenteurer, eint die verfeindeten arabischen Stämme bis hinauf nach Palästina und führt eine Beduinenarmee in den Kampf gegen die Türken. Lawrence von Arabien macht ihnen im Namen der britischen Regierung Hoffnung auf ein eigenes Land. Dem Scherifen Hussein versprechen die Briten ein unabhängiges arabisches Großreich. Einen Landstreifen an der Mittelmeerküste wollen die Briten aber für sich behalten. Nach ihren Plänen soll das unabhängige arabische Großreich östlich des Jordan liegen. Doch schon kurz darauf werden die Briten ihren arabischen Freunden gegenüber wortbrüchig. In einem neuen Plan gehen die Araber leer aus. Zugleich wenden sich die Briten jetzt den Juden zu. Lord Balfour, der britische Außenminister, gibt 1917 im Namen seiner Majestät eine Erklärung ab, die als Balfour-Deklaration berühmt geworden ist. Die Briten erkennen die Juden als Nation an und räumen ihnen das Recht ein, in Palästina einen Staat zu gründen. Ein Meilenstein in der Geschichte der Juden. Doch all dies sind zunächst nur Pläne auf Papier, denn die Völker Europas befinden sich im Krieg. Briten und Deutsche kämpfen im Ersten Weltkrieg auch um ihre Ansprüche in Palästina. An der Front stehen britische Truppen gegen Türken und Deutsche. Das Osmanische Reich wird von Deutschland unterstützt. Deutsche Offiziere befehligen türkische Armeen. Doch die Türken und ihre Verbündeten werden geschlagen. In Palästina führen Briten und Australier deutsche Kriegsgefangene ab. Kaiser Wilhelms Traum von einer deutschen Kolonie im Heiligen Land ist ausgeträumt. Jerusalem, für Juden und Christen die Stadt des Friedens, für Muslime Al-Quds, die Heilige, hat in ihrer langen Geschichte nur selten Epochen des Friedens erlebt. Doch sogar während des Krieges geht das tägliche Leben der Einwohner weiter seinen gewohnten Gang. Die heilige Stadt fällt Briten und Australiern in die Hände, ohne dass ein Schuss abgefeuert wird. Deutsche Militärs haben ihren türkischen Verbündeten den kampflosen Rückzug nahegelegt. Nicht zum ersten Mal gehen die alten Herren und neue kommen. Anfang Dezember 1917 zieht General Allenby an der Spitze der britischen Truppen in Jerusalem ein. Nach 400 Jahren türkischer Herrschaft übernimmt Großbritannien das Erbe des Osmanischen Reichs. Die Oberhäupter der einzelnen religiösen Gruppen versichern General Allenby ihre Loyalität. Juden, Muslime, griechisch-orthodoxe, Katholiken, Protestanten, Armenier. Sie alle werden jetzt von der britischen Mandatsmacht regiert. Ja. 1919 trifft man sich zur Friedenskonferenz in Paris. Unter den Teilnehmern Chaim Weizmann, ein führender Kopf der zionistischen Bewegung. Später wird er der erste Staatspräsident Israels sein.
Auch die arabische Seite ist in Paris vertreten, durch Emir Faisal und Lawrence von Arabien. In Paris gibt es auf großer politischer Bühne eine ernstzunehmende Chance für einen Frieden zwischen Juden und Arabern. Beide Seiten nutzen die Gelegenheit, um ein gemeinsames Dokument über ihr Zusammenleben in Palästina zu verfassen. Doch sie ahnen, dass sie zum Spielball der Mächtigen werden könnten. Großbritannien erhält 1920 vom Völkerbund das Mandat über ganz Palästina, auch über Gebiete östlich des Jordan, die den Arabern für ihren unabhängigen Staat versprochen sind. Zwei Jahre später teilen die Briten das Land, das sie nur treuhänderisch verwalten sollten. Östlich des Jordan entsteht das Königreich Transjordanien. Unter dem Mandat der Briten fassen viele junge jüdische Einwanderer in Palästina Fuß. Eine neue Stadt entsteht aus dem Nichts, Tel Aviv. Übersetzt lautet der Name Hügel des Frühlings, denn die neue Siedlung wird in die Dünen gebaut. Tel Aviv wächst stürmisch. 1930 wohnen hier bereits 50.000 Menschen, meist junge Einwanderer. Wir verdanken diese frühen Aufnahmen dem Filmpionier Nathan Axelrod, der 1927 aus Russland nach Palästina gekommen ist und hier zum Chronisten der Gründerjahre wurde. Tel Aviv wird zum Symbol der Wiederbesiedlung Palästinas. Für die neuen Siedler zählen am Anfang vor allem Pioniergeist und Improvisation. Hier kann, ohne die Schranken der Tradition, ausprobiert werden. Es wird ein bisschen Berlin, ein bisschen Levante, ein lebenslustiges Gegenstück zum heiligen Jerusalem. Der Blick nach Jaffo, heute ein Vorort von Tel Aviv. Hier sind Tausende von Einwanderern an Land gegangen. Hier taten sie die ersten Schritte auf palästinensischem Boden. Einen Steinwurf von Jaffo entfernt, das jüdische Viertel Neve Zedek, eines der ältesten Viertel von Tel Aviv. Hier haben sich die ersten russischen Einwanderer niedergelassen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum arabischen Jaffo. Ob Jaffo oder Jerusalem, in der Anfangszeit lebten vielerorts Juden und Araber in guter Nachbarschaft. Ich erinnere mich an die schönen Seiten des Lebens im jüdischen Viertel in den Tagen meiner Kindheit. An die guten Beziehungen unter den Nachbarn, nicht nur zwischen Juden, sondern auch zu Nichtjuden. Ich bin aufgewachsen unter arabischen, christlichen und armenischen Kindern. Mit vielen, die hier in der Umgebung leben, bin ich noch heute befreundet. Wir sprechen ihre Sprache, wir kennen ihre Bräuche, wir begegnen ihnen mit Respekt. Und umgekehrt ist es genauso. Ich kann eine typische Geschichte dazu erzählen. Zum Beispiel zum Pessachfest, wenn wir eine Woche lang Matzen essen, dachten unsere arabischen Nachbarn, dass wir dies leid waren. Sie warteten auf das Ende der Feiertage, und sobald drei Sterne am Himmel erschienen waren, strömten sie in unser Haus. Sie brachten uns frisches Brot, Früchte, Butter, Honig und vieles mehr, damit wir nach 8 Tagen mit Matzen endlich wieder normal essen könnten. Eine andere Welt, fern der religiösen Tradition, das Jugenddorf Ben Shemen zwischen Tel Aviv und Jerusalem, 1927 von dem deutschen Erzieher Siegfried Lehmann gegründet. Hier wird ein Zionismus der Tat gelebt, der sich nicht auf die Ankunft des Messias verlässt, sondern der eigenen Kraft vertraut. Dieser Prospekt vom Anfang der 30er Jahre wirbt für die Idee von Ben Shemen. Er zeigt jüdische Kinder, die aus erbärmlichen Verhältnissen in Osteuropa nach Palästina gebracht wurden und hier durch Lernen und Arbeiten geistig und körperlich gesunden sollen. Die ersten 15 Kinder von Ben Shemen kommen aus einem Waisenhaus in Litauen. Ihnen folgen elternlose Kinder aus Deutschland, um die sich niemand kümmerte.
Ben Schemen wird Hunderten von Kindern zur neuen Heimat und als landwirtschaftliche Schule eine Institution, die maßgeblich zum Aufbau von Palästina beiträgt. Wer in Ben Schemen gelernt hat, gehört zum Adel dieser Pioniergesellschaft. Hier wird Wirklichkeit, was Herzl gemeint hatte. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Eine Geschichte aus Arbeit, Disziplin und sozialistischem Idealismus. Anfang der 30er Jahre kommt ein neuer Typus Einwanderer. Nach den Opfern der osteuropäischen Pogrome und den zionistischen Idealisten sind es nun deutsche Juden, die Zuflucht in Palästina suchen. Das britische Mandatsgebiet wird zu einer Rettungsinsel, als 1933 in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Auch Josef Wallersteiner hat Deutschland bald darauf verlassen. Der Handwerker und Graveur lebte bis dahin im fränkischen Ansbach. An diesem Tisch arbeitet Josef Wallersteiner schon, seit er als Jude im Deutschland des Jahres 1933 nicht mehr gelitten war. Am 1. April war ein Sabbat gewesen und alle jüdischen Geschäfte mussten schließen, auch viele diejenigen, die am Sabbat nie geschlossen hatten. Und auf jedes Haus wurde ein gelber Fleck geheftet. Bei uns war die Frage, sollen wir einen Fleck, wir waren eine bekannte Familie in Ansbach und sehr wohl angesehen, haben gefragt, soll man an diesem Haus auch einen gelben Fleck anlegen, haben gesagt, Jud ist Jud, es gibt keinen Unterschied. Ihr müsst, hat der Bevollmächtige gesagt. Und es wurde ein großer gelber Fleck in das Haus geheftet, der mit Katzendreck vermischt war, sodass der Geruch noch 14 Tage an der Wohnung hängen geblieben ist. Mit dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 beginnt in Deutschland die organisierte Verfolgung der Juden. 33, als alles ganz anders war als vorher und man auch so persönlich ziemlich durcheinander war, kann ich mich genau erinnern, dass ich am 1. April, am Boykotttag, durch die Stadt ging und viele Leute vor vielen Läden stehen sah. Ich sah von Ferne ein Löser und Wolf Geschäft, Zigarrengeschäft, wo eine unwahrscheinlich große Menschenmenge davor stand. Und plötzlich, mit 18 ist man noch sehr spontan, stieg mir das Blut hoch und ich dachte mir, diese widerlichen Leute, was machen die denen Angst? Und machte mir einen Weg durch die Menschenmenge in den Laden rein, wo ich natürlich nichts zu suchen hatte. Machte ein Telefongespräch dort und kam raus. Da hatten die ein ganz schmales Spalier gemacht und schrien, Judensau, geh nach Palästina, Judensau, geh nach Palästina. Das hat mir einen solch starken Eindruck gemacht, dass ich mir sagte, ich bin genauso eine gute Deutsche wie die. Wenn die mich nicht wollen, will ich sie nicht. Ich muss weg. So fing es an. Aber wir haben uns nie als Deutsche gefühlt. Das heißt, wir haben stolze Juden gehen, zuerst Juden und deutsche Staatsbürger. Aber nicht, das hat nicht deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, sondern jüdische Staatsbürger, die in Deutschland verwurzelt waren. Aber da Jahrzehnte danach, wir sind eine Familie, die vielleicht noch mit den Römern an den Rhein gekommen sind. Ursprünglich ging es, Erstampfung reicht bis 1780 von unserer Familie. Weiter konnten wir nicht verfolgen. Aber Sie haben sich zuerst als Juden gefühlt? Zuerst Jude und dann, wir waren stolze Juden, wir waren keine Assimilanten. Die ganze Familie, religiöse Juden, die geachtet haben auf die Gesetze und waren immer stolz zu sein, ein Jude. Wir wussten, dass wir einmal nach Palästina zurückkehren werden. Wann das geschehen wird, nicht. Aber 1933 haben wir gesehen, dass das die Möglichkeit ist. Es gibt kein anderes Land, kommt in Frage, weder Amerika noch Frankreich. Viele haben die Emigration gewählt in alle benachbarten Länder, Holland, Belgien. Es kommt bloß Erzisrael, Palästina in Frage für uns. In die alte Heimat zurückgekehrt nach 2000-jähriger Verbannung. Die Familie war gegen Zionismus, die Familie war deutsch. Die Onkels hatten alle im Ersten Weltkrieg gedient. Und als es dann soweit war, meine Mutter war nicht dagegen. Ich glaube, ich war ein ziemlich schwieriges Kind, ungezogen und so weiter, aufrührerisch. Sie meinte, glaube ich, auch, das Beste sei, ich käme weg. Und vor meiner Abfahrt war noch mal eine Familienversammlung. Wie das so üblich war bei uns, Freitagabends traf sich die Familie, meine Mutter hatte 6 Geschwister. Und ich sehe es noch vor mir, stand mein ältester Onkel auf
und sagte: Eins sollst du wissen, wir betrachten dich als Verräter, als Verräterin, denn du bist, zuallererst bist du Deutsche und dann erst. Die Sache mit Hitler, die wird schnell vorbeigehen, aber du bist eine Deutsche und erst dann eine Jüdin. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben und aus dir wird sowieso nichts, denn du wirst in der Gosse enden, deswegen geben wir auch kein Geld. War eine gute Ausrede. Ankunft in Jaffo. Diese Emigranten sind noch rechtzeitig aus Deutschland geflohen. Aber sie wissen nicht, was ihnen in ihrer neuen Heimat Palästina bevorsteht. Die jüdische Gemeinschaft in Palästina hat bereits eine Infrastruktur im Land geschaffen. Es gibt Parteien, Gewerkschaften, Krankenkassen, ein Schulwesen, Genossenschaften, Zeitungen und eine Universität. Die Neuankömmlinge fallen nicht ins Leere, aber sie müssen sich an viel Neues gewöhnen. Das harte Klima, die schwerfällige Bürokratie, die ungewohnten Umgangsformen, die orientalischen Sitten. Viele jüngere Einwanderer gehen in einen Kibbutz, landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften, die zugleich eine neue Lebensform praktizieren. Hier wird der Mangel gerecht verteilt. Es gibt kein Privateigentum, dafür aber eine kollektive Verantwortung. Eine alte sozialistische Idee, in Russland entstanden, wird in Palästina verwirklicht. Für viele Neuankömmlinge eine harte Umstellung. Ich würde nicht sagen, es war ein Schock. Wir waren zu jung, um schockiert zu sein. Und wir haben zu viel in Deutschland schon gesehen. Aber es war exotisch, es war aufregend und es war neu. Es war neu und man fühlte doch irgendwie eine Freiheit. Wir wurden dann von der zionistischen Organisation, durch die wir ja kamen, wir waren eine Gruppe von 25 deutschen Juden, die wir zusammen in Hamburg waren, ein sogenannter Kern. Und wir sollten einem Kibbutz quasi aufgepfropft werden. Und da beschlossen die, das Kibbutz Shva'im ist der richtige Kibbutz für uns. Man wollte zusammenmischen Polen, Shva'im waren Polen, Russen und Letten. Und da fehlt nur noch das deutsche Element, das deutsch-jüdische Element fehlte noch. Und da wurden wir dahin geschickt. Da gab es einen Kulturschock. Das war Osteuropa, wir waren Westeuropa. Wir machten unsere Betten anders. Damals waren noch 4 Leute in einem Zimmer, ja, überhaupt immer. Da gab es noch solche Ideen, dass Mädchen und Jungs sollen zusammen in einem Zimmer schlafen, der Ordnung halber, ja. Damit einer auf die Sauberkeit, auf den anderen aufpasst, all solche irren Sachen, ja. Aber es hat man alles mitgenommen, es hat man ganz natürlich, war die Sache. Und ich kam in den Kibbutz und da gab es so einige Kulturschocks. Einer davon war, Zeitungen wurden abends verteilt und da habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass man die Zeitung in der Mitte auseinanderreißen kann, ja, weil es gab ja nicht Zeitung. Wie jedes war Kibbutz, viel Geld hat man nicht gehabt, 10 Leute auf eine Zeitung, da wurden die, wenn die 4 Blätter hatten, in der Mitte zerrissen, der kam das Blatt, der kam das, man wurde übereinander getauscht, das war immer eine ganze Tragödie. Und dann waren damals in den Zeitungen Neuigkeiten über Deutschland und da hörte ich dann eines Abends, wie einer von den Polnischen sagte, no, gib nur einen Kick, was dein Hitler tut. Das war für mich ein Riesenschock, denn in Deutschland war ich ja Saujud. Und jetzt bin ich im Kibbutz in Palästina der Vertreter des Großdeutschen Reiches geworden. Ich habe da gar nichts dazu gemacht, ja. Natürlich waren das, gab es riesige Reibereien dadurch. Genau, Schlägereien gewesen. Ich weiß, ein Freund von mir, hat zu mir gesagt, so, der deine Nazis, gib mal, guck. Da hat ihm einen reingehauen, ja, und dann war Ruhe. Für die vielen Neuankömmlinge wird ein neuer Kibbutz aufgebaut und Filmpionier Nathan Axelroth ist mit der Kamera dabei. Eine solche Aktion muss schnell gehen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang werden Hütten und Zelte aufgestellt, ein Zaun und ein Wachturm errichtet. Der Boden ist zwar legal gekauft worden, dennoch müssen schnell vollendete Tatsachen geschaffen werden. Die Kibbuzim dienen auch als Wehrdörfer, denn viele der arabischen Kleinpächter sehen in den immer zahlreicher werdenden jüdischen Siedlern Eindringlinge. Der erste Kibbuz entstand 1909,
Mitte der 30er Jahre gibt es schon 75 Kibbuzim mit etwa 8000 Mitgliedern. Die Ideale dieser Pioniere sind Selbstbestimmung, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, Arbeiter und Intellektuellem und harte körperliche Arbeit. Die Kibbuz-Bewegung erschließt das Land, macht es urbar. Ihre Ideale werden zu Leitbildern der ganzen Gesellschaft. Hier werden utopische Hoffnungen realisiert. Zugleich wird der Kibbuz zur Kaderschmiede für Generationen von Führungskräften. Wer sich für den Kibbuz entscheidet, der muss Praktiker und Schwärmer sein. Palästina, das heilige Land, verändert sich mit den Pionieren. Noch vor kurzem lebten hier einige wenige einheimische Juden, aber vor allem Araber. Jetzt wird das Land immer mehr zur Rettungsinsel der vom Tode bedrohten europäischen Juden. Hier versuchen sie, sich einen Teil ihrer alten Welt wieder aufzubauen. Die jüdischen Einwanderer in den 30er Jahren verändern das demografische Bild im Land. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist erheblich gewachsen. Dazu kommt, die einzelnen Siedlungspunkte sind zu kompakten Flächen verschmolzen. Sie liegen vor allem entlang der Küste um Tel Aviv und Haifa und bei Tiberias im Norden. Die arabischen Einwohner fühlen sich bedroht und reagieren mit Gewalt. Schon 1929 gibt es die ersten größeren Unruhen. In Hebron, wo Juden und Araber seit Jahrhunderten als Nachbarn friedlich zusammengelebt hatten, kommt es zu einem Pogrom. Die jüdische Gemeinde der Stadt wird vernichtet. Die Überlebenden des Pogroms stehen unter Schock. Sie fliehen nach Jerusalem, wo sie versorgt werden. Der damalige britische Hochkommissar kommt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Dieser Ausbruch von Gewalt versetzt die Juden im Land in Angst und Schrecken. Als die Unruhen 1929 ausbrachen, war ich noch ein kleines Mädchen. Aber ich begriff zum ersten Mal, was ein Pogrom ist. Ich wurde zusammen mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft in Sicherheit gebracht, als ein gewalttätiger Mob sich unserem Haus näherte. Ich hörte, wie sie schrien: Tötet die Juden, tötet die Juden. Amin al-Husseini ist der Großmufti von Jerusalem und Anführer des arabischen Widerstands. 1936 bricht ein Aufstand aus. Ein monatelanger Generalstreik der palästinensischen Araber lähmt das Land. Der militante arabische Nationalismus richtet sich sowohl gegen die britische Mandatsmacht als auch gegen die Einwanderung der Juden. Jerusalem, Symbol des Friedens, steht im Zentrum der blutigen Auseinandersetzungen. Die Briten versuchen, die Ordnung wiederherzustellen. Doch das Misstrauen zwischen Briten, Arabern und Juden wächst. Der arabische Aufstand dauert 3 Jahre. Die Araber verfolgen mit ihren Terroraktionen ein klares Ziel. Sie wollen, dass die Briten die jüdische Zuwanderung stoppen und vor allem kein Land mehr an die Juden verkaufen. Hier werden jüdische Familien, die die belagerte Altstadt verlassen, von Briten und jüdischer Hilfspolizei in Sicherheit gebracht. Zu diesem Zeitpunkt bestimmen die Araber den Grad der Auseinandersetzung. Großbritannien, das Palästina im Auftrag des Völkerbundes nur verwalten soll, sieht sich nun mit den Folgen seiner Schaukelpolitik konfrontiert. 1936, gut, die Briten versuchten zu regieren. Wie sagt man, teile und herrsche, ja. Und sie verteilten ihre Gunst mal auf den Arabern, mal zu den Juden. Meistens mehr zu den Arabern als zu den Juden, weil die Araber waren romantischer. War noch was übrig geblieben von Lawrence of Arabia. Die wallene Kefir. Sie sind auch romantischer. Sie sind auch serviler. Sie sind auch höflicher. Wir sind doch im Grunde ein unhöfliches Volk, unerzogen, ja. Laut, vorlaut, wissen alles besser. Also sind wir doch, also, sie liebten die Araber etwas mehr, wie sie uns liebten. Aber im Grunde waren wir alle derselbe Shitfäse, wir waren alle Natives. Wenn die
Aber was machten, standen wir auf der Seite, ja? Und nach den, nach 39, 43, 44, wie die Juden die Terroristen wurden, dann standen die Araber abseits und rieben sich die Hände, ja? Sie waren ganz zufrieden damit. Wenn es gegen die Briten ging. Wenn es gegen die Briten ging, ja? Denen machten wir dann ihre dreckige Arbeit. Die mischten sich da nicht rein. Auch die palästinensischen Araber haben keine guten Erinnerungen an die Briten. Die Ältesten unter ihnen haben sie noch selbst erlebt, wie diese Männer aus Beit Iksa, einem Dorf bei Jerusalem. In ihren Gesprächen kommen sie immer wieder auf die bösen alten Zeiten zurück. Die Briten haben damals, sagen sie, natürlich die Juden bevorzugt und den Arabern das Leben zur Hölle gemacht. Sie vernichteten die spärlichen Essensvorräte, indem sie Mehl mit Salz vermischten und Speiseöl mit Gasolin. Wenn sie Waffen fanden, wurden die Besitzer aufgehängt und immer wieder, sie haben den Juden zugearbeitet, weil sie deren Kapital brauchten. Schon die Balfour-Deklaration 1917 ist so zustande gekommen, sagen sie weiter. Die Briten haben den Juden unser Land versprochen. Sie haben die ganze arabische Nation betrogen. Die Araber von Beit Iksa scheinen über die Briten mehr verbittert als über die Juden. Auch heute noch ist die Geschichte hier nicht vergessen. Als die Gewalt der Araber weiter zunimmt, gründen die Juden die Untergrundarmee Haganah. Männer wie Frauen lernen, mit Waffen umzugehen. Währenddessen eskalieren die Auseinandersetzungen zwischen Arabern und Briten auf der einen und Arabern und Juden auf der anderen Seite. Die Lage gleicht einem Bürgerkrieg. Öffentliche Verkehrsmittel können ohne militärischen Schutz nicht mehr fahren. Auf der Straße von Tel Aviv nach Jerusalem bewegen sich bewaffnete Konvois. »1937 kommt unter dem Vorsitz von Lord Peel eine königliche Untersuchungskommission in Palästina an. Sie soll endlich eine politische Lösung des Konflikts finden, die den Interessen von Arabern und Juden gerecht wird.« Die Peel-Kommission legt einen Teilungsplan für Palästina vor. Der kleinere Teil soll unter jüdische Souveränität kommen, der größere unter arabische. Dazwischen liegt ein schmaler Korridor, den die Briten für sich behalten wollen. Die Briten sind mit ihren Überlegungen für die Zukunft noch nicht fertig. Da bricht in Europa der Zweite Weltkrieg aus. Damit beginnt die systematisch organisierte Vernichtung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten. Nach der Entrechtung der Juden in der deutschen Gesellschaft sind Ghettos für Hunderttausende Juden die letzte Station vor dem Tod im Konzentrationslager. Den Menschen wie hier im Warschauer Ghetto werden nur Hungerrationen zugeteilt. Viele sterben an Unterernährung, Krankheit oder Seuchen, noch bevor sie in die Lager deportiert werden. 6 Millionen Juden werden bis zum Ende des Krieges 1945 ermordet. Die Lösung der Palästina-Frage ruht bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit der Niederlage des Deutschen Reiches und der Befreiung der Konzentrationslager bekommt sie neue Dringlichkeit. Die Überlebenden des Holocaust finden nirgendwo Zuflucht. Sie werden bedauert, aber niemand will sie aufnehmen. Nach der größten Katastrophe der an Unglücken reichen jüdischen Geschichte stellt sich die Frage eines jüdischen Staates aufs Neue und mit größerem Gewicht. Einige hunderttausend Juden irren durch Europa, die sogenannten Displaced Persons, auf der Suche nach Nahrung und Obdach. Ihre Heimat in Osteuropa ist zerstört. Zudem finden auch nach dem Kriege in Polen wieder Pogrome statt. Wohin also mit dem nackten Leben? Auch im palästinensischen Haifa kommen erste Flüchtlingsschiffe an. Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Eine britische Wochenschau aus dem Jahre 1947.
Die ersten Flüchtlinge erreichen Palästina zusammengepfercht wie Vieh auf schrottreifen Dampfern. Die illegale Einwanderung wird von der Haganah, der jüdischen Untergrundarmee in Palästina, organisiert. Sie sammelt die Displaced Persons in Europa ein und schmuggelt sie nach Palästina. Aber am Ziel warten die Briten. Sie lassen die Flüchtlinge nicht ins Land, laden sie auf andere Schiffe um und bringen sie nach Zypern in Internierungslager. Wir kamen also nach Haifa, in den Hafen von Haifa, sahen zum ersten Mal diese Stadt am Hang des Karmelberges, die für uns etwas ganz Neues war. Es war eine weiße Stadt. Wir kamen ja aus Europa, wo die Städte ja bekanntlicherweise nicht weiß sind. Alles waren alles weiße Häuser an diesem Hang, der grüne Karmelberg dahinter. Es war eine fantastische Ansicht. Nur wir wussten genau, wir würden in dieses Land nicht kommen und auch nicht in diese Stadt, weil es war klar, dass die Briten uns dann nach Zypern bringen würden, in diese Internierungslager, die die Briten für diese sogenannten Illegalen in Zypern eingerichtet hatten. Wir waren einige Stunden in Haifa und als wir an Bord einliefen, haben wir ganz spontan die Atikwa, die damalige zionistische Hymne, heute die Nationalhymne Israels, gesungen. Und von draußen, hinter den Gittern des Haifa-Hafens, standen Tausende von Juden, Einwohnern der Stadt, die sich dann dieser Hymne anschlossen. Es war ein ganz bewegender Augenblick. Und wäre ich nicht damals schon überzeugter Zionist gewesen, wäre ich es doch höchstwahrscheinlich am 17. Juli 1947 geworden, als wir in Haifa einliefen oder eingebracht wurden. After being entered by the Navy, the illegal immigrant ship Exodus 1947 entered Haifa Harbor under escort. Erst die Geschichte der Exodus rüttelt das Gewissen der Welt auf. Ein alter amerikanischer Ausflugsdampfer mit 4.500 Menschen an Bord wird aus Frankreich kommend von den Briten vor der Küste Palästinas abgefangen und geentert. Die Juden an Bord wehren sich. Es gibt Tote und Verletzte. Im Hafen von Haifa wird das Umladen der Passagiere von Mitgliedern eines Komitees der Vereinten Nationen beobachtet. The proceedings were watched by Judge Sandstrom, Chairman, and Mr. Simic, Delegate of the United Nations Special Committee on Palestine. Die Flüchtlinge glauben, sie werden nach Zypern gebracht, aber die Schiffe fahren wieder in Richtung Frankreich. Und es kommt noch schlimmer. Ein paar Wochen später finden sich die Flüchtlinge in Deutschland wieder. Von den Briten in die Lager zurückgebracht, aus denen sie bei Kriegsende befreit wurden. Sixteen persons die and 13 others are injured as extremists blow up the officers' club at Haifa in an unremitting campaign. Das Schicksal der Exodus radikalisiert auch die jüdische Untergrundbewegung in Palästina. Haganah-Kämpfer verüben Terroranschläge auf britische Institutionen und wollen so die Briten zu einer Änderung ihrer Einwanderungspolitik zwingen. Während in den 30er Jahren die arabische Seite mit Terror reagierte, sind es nun in den 40ern die Juden, die zu Sprengstoff und Gewehr greifen. Noch immer handeln die Briten wie eine gekränkte Kolonialmacht, obwohl das Ende ihres Mandats unmittelbar bevorsteht. Mit Hausdurchsuchungen, Razzien, Festnahmen. Jüdische Terroristen, angebliche und tatsächliche, werden verhaftet und anschließend nach Nigeria deportiert, wie hier die britische Wochenschau berichtet. In the tense atmosphere of martial law. Im ganzen Land gilt Kriegsrecht. Die Briten regieren mit Notstandsverordnungen. 30 Jahre nach der Balfour-Deklaration, mit der den Juden eine Heimat in Palästina versprochen wurde, gehen britische Soldaten gegen Juden vor, die das Versprechen durchsetzen wollen. In Palestine, an impasse that affects the whole world. Herbst 1947, die Chance für die Juden in Palästina. Das britische Mandat steht kurz vor seinem Ende. Ein Komitee der Vereinten Nationen, das Palästina besucht hat, legt der Vollversammlung einen Plan vor.
Am 29. November 1947 kommt es zur entscheidenden Abstimmung, ob es in Palästina in Zukunft einen eigenen jüdischen Staat geben soll. Sowjetunion, ja. United Kingdom, Spain. Großbritannien, Enthaltung. United States, yes. Vereinigte Staaten, ja. Der Teilungsplan der Vereinten Nationen ist angenommen. 33 Staaten stimmen dafür, 13 dagegen, 10 enthalten sich. Am 14. Mai ruft David Ben-Gurion, politischer und militärischer Kopf der jüdischen Gemeinschaft in Tel Aviv, den Staat Israel im Lande Israel aus. Er schafft vollendete Tatsachen. Nach fast 2000 Jahren gibt es wieder einen jüdischen Staat auf historischem Boden. Es sind Tausende, Abertausende in Tel Aviv sich versammelt, um dort zu tanzen und zu rufen, obwohl man gewusst hat, es wird ein blutiges Ringen geben. Das kann man sich nicht vorstellen, als ein Enthusiasmus. Nach 2000 Jahren ein eigenes Reich, ein eigenes Land zu bekommen, in auch begrenzten Möglichkeiten. Das war eine Revolution, eine 48-Revolution für das jüdische Volk. Das ist ein Erlebnis, das nur unsere Generation mitgemacht hat. Hunderte von jüdischen Generationen wollten das erleben, es ist nicht gelungen. Wir haben das gehabt, das Chut heißt das, diese Dings mitzumachen, dieses große Erlebnis. Ein halbes Jahrhundert nach Theodor Herzls utopischem Entwurf ist der Judenstaat Wirklichkeit geworden. Doch viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Am Tag nach der Proklamation greifen die Armeen von 5 arabischen Staaten das junge Israel an. Während der Kämpfe verlieren mehr als 500.000 Araber ihre Heimat. Sie flüchten oder werden vertrieben. Israel erweitert sein Staatsgebiet erheblich. Der Unabhängigkeitskrieg geht 1949 mit einem Waffenstillstandsabkommen zu Ende. Alte Panzerfahrzeuge, frisch mit Rostfarben gestrichen. Sie erinnern an die Kämpfe, die während des Unabhängigkeitskrieges hier ausgetragen wurden. In Palästina ist nur ein jüdischer Staat entstanden und nicht, wie es die Vereinten Nationen wollten, auch ein arabischer. Der Kampf um Palästina ist auch heute noch nicht vorbei. 2 Völker streiten um dasselbe Land. Ein Recht steht gegen das andere.